Ich werde heute 24 Stunden lang heimlich meine Freundin beobachten und das ist passiert. Ich hab tatsächlich noch so Fake-Kotz mit dabei. Ich werde das Ganze jetzt mal auf die Toilette tun. Ich bin jetzt einfach im Kofferraum drin. Hey Freunde, wir fahren jetzt wirklich los. Oh, warte mal, da vorne kommt sie. Freunde, sie geht in Meckes rein. Hey, die zieht sich aus. Ja, Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es tatsächlich ein richtig krasses Video. Ihr habt es gerade eben am Prä-Intro schon gehört, was wir heute machen werden. 24 Stunden lang meine Freundin verfolgen und einfach mal schauen, was sie so macht. Für dieses Video habe ich auch natürlich wieder meine Drohne mit dabei. Das heißt, wir werden sie auch heute mit der Drohne wieder verfolgen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich gerade, wo ich bin. Das erzähle ich euch aber gleich. Wir lassen mal direkt die Drohne starten und dann geht's ab. So, Freunde, ich habe die Drohne jetzt starten lassen und ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal direkt nach oben. So, Freunde, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich gerade, Kevin, wo bist du überhaupt? Eigentlich wohnt doch Maybrit bei dir. Das ist auch richtig. Aber jetzt die letzten zwei Tage hat Maybrit tatsächlich bei ihren Eltern verbracht, weil ich so viel zu tun hatte. Das Ganze war aber nur eine Ablenkung, damit ich sie heute einfach mal komplett unauffällig 24 Stunden lang verfolgen kann. Ich zeige euch das auch einfach mal. Ich bin hier direkt vor der Eingangstür von deren Haus. Ihr seht, hier vorne ist auch tatsächlich Otto. Oh nein, Otto, ich bin's doch nur. Aber, Freunde, was ich jetzt vorhabe, ihr seht tatsächlich, ich bin auf der Rückseite von Maybrits Haus und hier sind zwei Fenster und ein Balkon und das rechte Fenster ist sogar die Tür auf. Ich muss echt wirklich vorsichtig sein. Und das ist tatsächlich das Fenster von Maybrits Zimmer. Das ist das Zimmer hier bei ihren Eltern. Und ich will einfach mal schauen. Ich glaube, da vorne sitzt sie sogar. Warte mal, lass mich mal ein kleines bisschen rumfliegen. Oh mein Gott! Freunde, Maybrit ist einfach in ihrem Zimmer drin. Wie gesagt, sie hat gar keine Ahnung, dass ich heute hier bin. Ich muss es irgendwie schaffen, wahrscheinlich sogar hier über den Balkon zu ihr ins Zimmer reinzukommen. Das Ding ist halt, ich will auch gar nicht unten klingeln. Weil wenn ich unten an der Haustür klingel, dann wird sie auch früher oder später wahrscheinlich nachfragen, wer das Ganze war. Deswegen würde ich sagen, ich fliege einfach mal ein bisschen weiter weg. Wir gehen mal ein bisschen nach oben. Ey, Freunde! Hä? Als ob, hier ist einfach so eine Leiter hinten dran gelehnt. Seht ihr das? Ey, das ist direkt an dem Balkon von Maybrits Fenster. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz hingucken und hier einmal ranzoomen, genau da vorne sitzt Maybrit und hier unten ist einfach so eine Leiter dran gelehnt. Ich sag euch, wahrscheinlich hat ihr Dad irgendwie hier gerade was am Balkon oder sowas sauber gemacht oder irgendwie was gestrichen oder so, weil da unten scheint auch irgendwie so Farbe oder sowas zu sein. Wartet mal, ich gehe mal in den Garten rein und werde mal gucken, ob ich über diese Leiter da hochkomme. Freunde, ich habe mir auch einige richtig krasse Sachen heute überlegt. Wir werden Maybrit auch komplett pranken und sie dann auch später mit einem richtig gruseligen Kostüm überraschen, wenn ich es geschafft habe, ins Haus reinzukommen. So, und wir sind jetzt hier gerade über die Tür, übers Grundstück einmal reingegangen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Eltern von Maybrit, die haben auch Überwachungskameras und die dürfen mich auf keinen Fall erfassen. Ihr seht auch, da oben ist die Drohne. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen rumschwenke, ihr seht, da bin ich auch langsam. Und jetzt muss ich hier mal ganz vorsichtig rumgehen. Okay, Freunde, ich bin jetzt genau hier unten. Ihr seht das. Ein paar Meter über mir ist tatsächlich das Zimmer von Maybrit. Und ich bin auch mal wirklich so gespannt, was Maybrit heute alles ohne mich machen wird, was sie so vielleicht sogar Heimliches macht. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir klettern jetzt diese Leiter da oben auf dem Balkon. Wie gesagt, da oben rechts müsste Maybrits Zimmer sein. Auf geht's. Und übrigens, Freunde, macht das Ganze bitte nicht nach. Nicht einfach so fremde Leute beobachten. Ich meine, im Endeffekt beobachte ich hier nur meine Freunde. Das ist, da gibt's, glaube ich, schlimmere Sachen. Aber sie darf uns nicht erwischen, weil wenn Maybrit mich erwischt, dann gibt's richtig Ärger. Weil ich habe eigentlich zu ihr gesagt, dass ich heute keine Zeit habe. Okay, Freunde. Ich bin jetzt fast ganz oben angekommen. Jetzt passt mal auf. Da vorne ist das Fenster von Maybrit. Aber das Ding ist, ich glaube, ist sie noch in ihrem Zimmer? Wartet mal kurz, ich gucke noch mal mit der Drohne. Okay, Freunde, sie ist immer noch in ihrem Zimmer drin. Ich lande einmal ganz kurz die Drohne, weil die ist auch relativ laut. Nicht, dass ich nachher dann durch die Drohne auffalle. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade über diese Leiter hier nach oben gekommen. Wundert euch nicht, es hat gerade einen kurzen Moment gedauert. Ich musste erst mal warten, bis Maybrit weg ist. Und in der Zwischenzeit habe ich zwei Sachen geholt. Und zwar einmal meine Nerf und ich habe auch noch eine GoPro geholt und ein AirTag. Und was wir damit machen, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir müssen jetzt aber erstmal hier ins Zimmer reingehen und ich muss mich gleich irgendwie im Schrank oder so verstecken. Ich glaube, da vorne in den Schrank passe ich rein. Ich stelle mal erstmal kurz eine GoPro ab und dann gehe ich da vorne gleich in den Schrank rein und werde dann Maybrit gleich mit der Nerf-Waffe erstmal abballern. Weil das Ding ist, Maybrit weiß ja eh nicht, dass ich hier bin. Das heißt, sie wird wahrscheinlich denken, dass das ihr Bruder war. Weil Maybrit hat auch einen Bruder, den Gustav. Ich würde sagen, erstmal die GoPro
wichtige Sache, Freunde. Ich weiß nämlich nicht, Maybrit würde mit Sicherheit noch mal heute das Haus verlassen. Und auch dort werde ich sie dann verfolgen. Und deswegen tue ich jetzt in ihre Strickjacke einen AirTag rein. So, AirTag ist drin. Das heißt, wenn Maybrit irgendwo anders hingehen sollte, kann ich sie immer verfolgen. Und hier oben habe ich jetzt einigermaßen versteckt die GoPro hingetan. Ich werde jetzt diesen Schrank da vorne reingehen. Ich hoffe mal, ich passe da rein. Okay, Freunde, ich bin jetzt im Schrank drin. Ich mache jetzt die Tür hier so ein bisschen zu. Und dann kann ich hier immer noch so ganz leicht aus dem Schrank rausgucken. Warum ist meine Schranktür denn offen? Mama sagte, deine Klamotten müssen auslüften. Ach so. Maya, das ist direkt da vorne. Ich hoffe, die gucken nicht in meine Richtung. Hey, was macht sie? Oh mein Gott, ich glaube, sie startet. Bro, ist das? Oh mein Gott. Hey, Freunde, ich glaube, Maybrit hat gerade ihre Balkontür zugemacht. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr entkommen, weil darüber bin ich auch eigentlich reingekommen ins Haus. Ach, komm schon, Edgar, beweg dich doch. Der bewegt sich einfach nicht. Hilf, wir kommen jetzt zu dritt. Freunde, ich war tatsächlich jetzt gerade noch mal an meinem Rucksack und habe noch eine andere Sache geholt, denn ich habe jetzt noch eine Idee. Maybrit ist immer noch in ihrem Zimmer drin und ich habe tatsächlich noch so Fake-Kotz mit dabei. Das ist so unechtes Erbrochenes, ja, sieht man auch hier. Und ich werde das Ganze jetzt mal auf die Toilette tun, weil früher oder später wird Maybrit mit Sicherheit noch mal auf Toilette gehen. Die muss relativ häufig aufs Klo. Deswegen, ich gehe mal einmal ganz kurz vor, ich muss nur aufpassen. Weil, wie gesagt, die Toilette ist auch direkt gegenüber von Maybrits Zimmer. Maybrit ist direkt da vorne. Ich gehe jetzt hier ins Gästebadezimmer rein. Ich mache erstmal die Tür zu. So, okay. Ich glaube, ich kann ein bisschen lauter reden, Freunde. Ich könnte mich rein theoretisch auch in die Badewanne legen. Oder ich stelle mich einfach hier so in die Dusche rein. Das würde auch gehen. Aber lasst mich mal einmal erstmal eine GoPro aufstellen. Okay, Freunde, ich habe jetzt die GoPro aufgestellt. Die filmt mich jetzt hier auch schon. Ist relativ unauffällig, aber die hat den ganzen Raum hier im Blick. Ich glaube, ich lege mich in die Badewanne.
Ich nehme noch so ein Handtuch oder sowas über mich drüber und dann kriege ich das sogar live mit, wenn Maybrit auf diese Kotze reagiert. Ich packe die mal einmal ganz kurz aus. Die sieht so ekelig aus. Das Ding ist, es ist relativ offensichtlich eigentlich, dass sie nicht echt ist, aber trotzdem. Ich will Maybrit ja komplett heute zum einen verfolgen und zum anderen auch indirekt ärgern. Und bisher hat sie ja immer gedacht, das wäre so ihr Bruder gewesen. Also habe ich ziemlich Glück bisher gehabt. Okay, Freunde, hier ist die Kotze. Und ich tue die jetzt mal einfach so. Irgendwie so. Hier auf den Klorand, genau hier so hin. Das heißt, wenn Maybrit sich hier so aufs Klo draufsetzt, dann denkt sie so direkt so, bah, was ist das denn Ekliges? Schaut mal, sieht man auch gar nicht, wenn man das so aufmacht. Oh mein Gott, okay. Und ich würde sagen, Freunde, ich lege mich jetzt hier in die Badewanne rein und werde einfach mal warten, bis Maybrit aufs Klo muss. Ah, und ich muss meine Nerven noch verstecken. Okay, Freunde, ihr seht, ich habe mir jetzt hier so ein paar Handtücher drauf getan. Das heißt, man könnte auch denken, dass ich so ein Wäscheberg bin. Und ich sag euch, Maybrit ist manchmal echt ein bisschen lost. Die läuft manchmal so durch die Gegend und ich habe die auch schon zu Hause so sau oft erschreckt. Das heißt, die wird mich sicherlich nicht bemerken. Da vorne ist das Klo und jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie kommt. Gustav, Frieda, wer von euch versucht denn eigentlich den Tag über schon zu verarschen? Ja, die Schranktür, der Nerdfeil und jetzt noch so komische Fake-Kotz-Toilette, das muss doch nicht sein. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach weg. Wie? Was hat sie gesagt? Sie fährt weg. Ihr habt aber auch gesehen, sie hat mich nicht bemerkt, ne? Aber wo fährt sie hin? Warte mal, Freunde, schnell aufstehen. Weil das Ding ist, ich will auch wissen, wo sie hinfährt. Wartet mal. Okay, Freunde, ich glaube, die Luft ist sogar rein. Schaut mal, Maybrit ist nicht mehr in ihrem Zimmer drin. Ich glaube, die ist jetzt irgendwie nach unten gelaufen. Wartet mal. Ich glaube, sie redet gerade mit ihrem Bruder, mit Gustav. Oh, und da vorne ist Otto. Otto ist die Katze von Maybrit. Otto ist voll süß. Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Otto ist der coolste. Ich glaube, Maybrit ist gerade in die Garage gegangen. Warte mal, ich muss schnell hinterher. Okay, Freunde, hier vorne geht's zur Garage. Ey, und meine Schuhe, die quietschen voll. Ich muss wirklich leise sein. Oh, warte mal. Ich glaube, Maybrit ist gerade irgendwo da hinten hingegangen. Ich sag euch, das ist jetzt meine Chance. Ich gehe jetzt in den Kofferraum rein. Wartet mal schnell. Ich hoffe, die bemerkt mich nicht. Okay, Freunde, Kofferraum ist auf. Ich glaube, Maybrit ist immer noch da hinten in diesem Raum drin. Ich gehe jetzt hier ins Auto rein. Oh mein Gott. Ich fahre jetzt gleich einfach mit dem Auto, mit dem Kofferraum. Kofferraum zu. Freunde, ich bin jetzt einfach im Kofferraum drin. Jetzt nur noch die Frage, wann Maybrit reinkommt. Ey, Freunde, ihr müsst jetzt wirklich mal den Kanal abonnieren, ne? Was ich hier mache. Ich fahre jetzt einfach im Kofferraum mit. Ich werde hier total durchgewirbelt hinten. Ich sitze einfach hinten im Auto drin. Ey, wo fahren wir ganz hin, Freunde? Wir fahren schon so 10 Minuten oder so. Ich glaube, Maybrit fährt auf irgendeinen Parkplatz oder so. Oh mein Gott, ich glaube, sie parkt. Ey, sie steigt aus. Da vorne geht sie weg. Ich muss jetzt hinterher. Ey, kriege ich hier die Tür noch auf? Und ich muss meine Drohne mitnehmen. Freunde, ich habe es irgendwie geschafft, aus Maybrits Kofferraum rauszukommen. Und ihr seht, ich bin jetzt hier hinter so einem Busch. Das Auto war ein bisschen weiter da hinten irgendwo geparkt. Und ich bin jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen vor Maybrit. Ich bin hier gerade komplett hingesprintet. Und wir werden jetzt gleich einfach mal zusammen mit der Drohne schauen, wo Maybrit gleich hingehen will. Ich würde sagen, wir lassen die Drohne starten und schauen einfach mal, wo sie hingeht. Okay, Freunde. Die Drohne startet. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir Maybrit hier irgendwo in der Nähe direkt schon mal entdecken können. Ich flieg mal hier. Oh, warte mal, da vorne geht sie doch schon. Warte mal, es ist sie doch. Da vorne läuft sie doch. Hä? Warte mal, wo will Maybrit hin?
Okay, wir müssen echt aufpassen. Ich muss vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Hä? Warte mal, sie will Lebensmittel kaufen? Boah, ich habe keine Ahnung. Warte mal, wir müssen hier wirklich mal vorsichtig hinterherfliegen. Nicht zu dicht ran. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, weil hier vorne ist so ein Baum. Hä? Warte mal, wo geht sie da hin? Ich glaube, sie geht in irgendeinen Laden oder so rein. Freunde, ich habe gar keine Ahnung. Warte mal, wo ist sie hin? Hä, sie ist weg. Hä, ist sie in diese Tanzschule? Nee, sie ist, glaube ich, hier rein. Oh mein Gott. Hallo. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Irgendwie kann ich etwas empfehlen? Oh, das habe ich gerade noch nie gesehen. Ist das neu? Das ist neu und sehr, sehr lecker. Also einfach wie Flaming Hot. Die normalen Cheetos ist nur ein Popcorn. Genau so ist es, ja. Freunde, das ist der Süßigkeitenladen hier in Oldenburg. Das ist der lecker Süßigkeiten-Store. Schaut mal. Oh mein Gott, ich glaube, da ist sie direkt gerade reingegangen. Warte mal. Ich fliege mal mit der Drohne ein ganz bisschen weiter nach hinten und stell die jetzt hier einfach mal auf. Boah, das Ding ist halt, durch die Fenster kann man irgendwie nicht reingucken. Ich kann mal hier ein bisschen weiter runterfliegen. Aber ich glaube, da ist sie doch reingegangen, oder? Wartet mal, Freunde. Ich fliege mal ein bisschen weiter so. Und ich werde da jetzt einfach mal selber hingehen. Weil das Ding ist halt, ich glaube, sie ist ja in dem Laden drin, oder? Wartet mal, ich will gar keine Zeit verlieren. Sie ist da vorne lang gelaufen, da ungefähr. Und dann ist sie ja da lang. Ich dachte zuerst, dass sie in diesen Lebensmittelladen rein will. Die hier zum Beispiel habe ich auch nie gesehen. Ja, die sind auch relativ neu bei uns und auch beliebt auf jeden Fall. Einfach diese Kuchen? Ja. Mhm. Und ihr habt sogar das Oreo-Popcorn. Genau. Das habe ich gefühlt nirgendwo mehr gefunden. Das ist eigentlich immer echt lecker. Oh mein Gott, mir fällt gerade ein, ich glaube, der Mitarbeiter, da war ich ja schon mal und habe ein Video gedreht, ich glaube, der hat auch Überwachungskameras. Vielleicht kann er mir dann das Videomaterial dazugeben und dann können wir jetzt hier einmal ganz kurz schauen, was Maybrit drinne gerade macht. Ich muss den dann gleich mal direkt fragen, ob er mir das Videomaterial geben kann. Freunde, ihr seht, da oben ist die Drohne. Okay, ich bin jetzt auch schon auf der Drohne drauf. Warte mal, ich fliege sogar noch ein Stückchen nach hinten, noch ein bisschen weiter nach oben. Warte mal, aber was macht Maybrit denn da? Kann ich irgendwie da reingucken? Freunde, wir sind jetzt hier genau vor dem Süßigkeitenladen. Wartet mal, ich schau mal. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ja, und ich hoffe, der hat seine Überwachungskameras laufen. Freunde, Maybrit ist gerade am Bezahlen. Ich glaube, die hat sich Süßigkeiten geholt. Und ich glaube, die geht wieder raus, oder? Oh mein Gott, okay, sie kommt wieder raus, sie kommt wieder raus, sie kommt wieder raus. Oh, sie darf dich nicht bemerken. Freunde. Maybrit ist direkt da vorne. Warte mal, ich muss mit der Drohne hinterher. Oh mein Gott, wo will die hin? Ich glaube, sie geht wieder zum Auto, kann das sein? Warte mal, ich fliege hinterher. Ich glaube, sie geht wieder zum Auto, kann das sein? Wir müssen ein bisschen schneller sein. Ey, ich glaube, ich muss mich beeilen, weil ich muss ja mit dem Auto wieder mitfahren. Freunde, ich würde sagen, ich breche die Drohnenaufnahme einmal eben kurz ab. Ihr seht ja, ich bin genau hinter ihr. Sie ist bei diesem Stoppschild, wo wir sie auch gerade das erste Mal gesehen haben. Und da muss ich schnell zum Auto kommen. Nicht, dass ich hier alleine bleibe. Ich bin ja nicht mit dem Auto hier. Okay, Freunde, ich habe es leider nicht mehr geschafft, Maybrit zu erwischen. Die ist gerade mit dem Auto hier lang gefahren. Ich glaube, die fährt jetzt wieder nach Hause. Deswegen dachte ich mir, ich nehme mir noch mal kurz die Zeit und gehe noch mal zum Süßigkeitenladen und frage den einfach mal, was Maybrit gekauft hat. Weil ich habe ja keine Ahnung. Ich glaube, die schließen auch jeden Moment. Und dann muss ich irgendwie mit dem Taxi wieder zu Maybrit nach Hause fahren. So, ich gehe jetzt einfach mal rein. Hi. Hi. Kann das sein, dass hier gerade irgendwie so ein Mädchen einkaufen war bei euch? Ja. Weißt du, was sie so gekauft hat oder darfst du es nicht sagen? Also, sie hat hier ein bisschen Popcorn gekauft, ein Getränk. Okay. Ja, also so ein paar Süßigkeiten einfach, ne? Okay, also ich habe ja mit deinem Bruder letztes Mal gesprochen. Ich war ja schon mal hier. Ja. Ihr habt ja Überwachungskameras, glaube ich, ne? Ja, haben wir. Meinst du, du kannst mal deinen Bruder fragen, ob ihr die mir zukommen lassen könnt? Kann ich machen. Ich glaube, für dich macht das jetzt sogar eine Ausnahme. Hier an der Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank an Leckers in Oldenburg, dass ich euch diese Überwachungskameras hier im Video gerade einblenden konnte. Denn nur so konnten wir sehen, was sich Maybrit drinne gekauft hat. Und jetzt habe ich mir ein Taxi genommen und wollte eigentlich zu Maybrit nach Hause fahren. Aber dann ist doch etwas anderes passiert. Okay, Freunde, Fehlanzeige. Eigentlich dachte ich, dass Maybrit nach Hause fährt. Ich habe ja auch ihren AirTag in die Jacke reingeschmuggelt und weiß daher immer, wo sie ist. Aber ich muss jetzt mit dem Taxifahrer extra woanders hinfahren. Und zwar habe ich ihren AirTag vorne bei dem McDonald's-Parkplatz irgendwie zuletzt gesehen. Und ich habe noch keine Ahnung, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Das heißt, ich würde sagen, wir starten wieder die Drohne und schauen einfach mal, was Maybrit jetzt hier bei McDonald's macht. Ich denke mal, sie hat sich jetzt erstmal Süßigkeiten geholt und holt sich jetzt wahrscheinlich dann noch irgendwas zu essen. Ich würde sagen, wir starten die Drohne und ich bin gespannt, wo sie ist. Auf geht's. Okay, Freunde, Drohne startet wieder. Und da sehen wir auch schon den wunderschönen McDonald's. Ich bin jetzt hier hinter so einem Auto übrigens, ne? Also ich bin hier auch gut getarnt. Aber jetzt schauen wir einfach mal, ob wir sie irgendwo entdecken können.
Also sie müsste irgendwo da hinten auf dem Parkplatz geparkt haben, aber ich weiß halt nicht wo. Also irgendwo hier müsste sie jetzt, glaube ich, gleich kommen, aber ich weiß noch nicht wo. Wartet mal. Oh, warte mal, da vorne kommt sie. Warte mal, ich kann ja sogar auch ranzoomen. Oh mein Gott, da vorne läuft sie. Warte mal, Freunde, ich bin jetzt ziemlich weit oben mit der Drohne. Aber ich glaube, sie will direkt in den McDonald's rein. Sie hat ihre Süßigkeiten-Tüte auch gar nicht mit dabei. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen höher, damit sie mich auch nicht bemerkt. Oh mein Gott. Ey, sie geht jetzt einfach zu McDonald's, Freunde. Digga, WTF. Die Frage ist, wo will sie noch überall hin? Also da vorne ist sie. Ihr seht, wir verfolgen sie. Da ist der Eingang, glaube ich, zu dem McDonald's. Oh mein Gott. Freunde, sie geht in Mc's rein. Guck mal. Okay, Alter. Das heißt, sie wird sich jetzt höchstwahrscheinlich ja irgendwas bei McDonald's holen, ne? Ich gehe jetzt da einfach mal mit der Kamera hin und guck mal, ob ich sie auch dort bei dem McDonald's irgendwie entdecken kann. Ich hoffe mal, sie nimmt sich das Essen irgendwie mit, weil dann können wir sie auch gleich wieder verfolgen, wenn sie rauskommt. Okay, Freunde, ich bin jetzt einfach mal auf die andere Straßenseite gegangen. Ich zeige euch das mal. Wenn ich jetzt hier ein bisschen weiter rauszoome, dann seht ihr mich, wie ich hier unten stehe. Das heißt, ich bin auch gut versteckt. Oh mein Gott, Freunde. Maybrit kommt wieder raus. Okay. Warte mal. Ich muss schnell runter. Da vorne ist sie. Der Akku von der Drohne ist auch fast alle. Aber ihr seht es, Freunde. Maybrit kommt, glaube ich, mit einer Mc's-Tüte sogar raus, oder? Schaut mal. Ich glaube, sie geht jetzt wieder zum Auto zurück. Warte mal, ich kann ein bisschen weiter runterfliegen. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, sie geht zum Auto zurück. Aber die Frage ist, hat sie eine Tüte mit dabei? Ja, sie hat so eine Mc's-Tüte mit dabei. Ey, ich hoffe, sie hat sich Nuggets mit Curly Fries geholt. Ey, das Ding ist, ich muss aber auch schnell wieder die Drohne landen und wir müssen dann gleich gucken, wo sie als nächstes hingeht. Ich würde sagen, ich lande einmal und dann muss ich sie schnell weiterverfolgen mit dem Auto bzw. mit dem Taxi, weil ich glaube nicht, dass ich schaffe, in ihr Auto einzusteigen. Okay, Freunde, ich bin inzwischen wieder bei Maybrit zu Hause angekommen. Ey, es hat so lange gedauert, ich habe kein Taxi bekommen. Zum Glück habe ich die Geschwister von Maybrit erreicht, denn Maybrits Bruder, der gute Gustav, der hat auch vorhin schon mal wieder auf meine Anweisung eine GoPro in ihrem Zimmer versteckt. Und ich denke mal, die wird wahrscheinlich mit ihren Süßigkeiten nach oben gegangen sein. Aber als allererstes muss ich einmal kurz Otto Hallo sagen. Hallo Otto. Na, du bist ein Süßer. Oh, Otto. Ich glaube, Otto hat Angst vor dem Licht, Freunde. Tschüss, Otto. Otto ist ein bisschen verwirrt, der ist überfordert, der ist noch ein bisschen kamerascheu. Okay, Freunde, ich werde mich jetzt mal heimlich nach oben schleichen und mal wieder schauen. Also, Otto, du gehst vor. Schön vorsichtig. Gustav, willst du auch Süßigkeiten? Nein, danke. Okay. Alter, Freunde, Maybrit hat mich fast erwischt. Das Ding ist, ich will halt irgendwie noch mal probieren, in ihren Schrank reinzukommen oder irgendwie mich im Zimmer zu verstecken. Aber ich weiß nicht wie. Ich brauche irgendeine Ablenkung. Hilf? So viel trinke ich sonst gefühlt nie. Thank you.
Warte mal, ich glaube, die holt sich so Schlafsachen. Warte mal, oh mein Gott, das ist jetzt meine Chance. Ich habe euch das noch gar nicht erzählt, aber ich habe mir noch überlegt, dass ich Maybrit noch mal so ultra krass erschrecken möchte. Ich habe nämlich noch mal so ein Kostüm mit dabei. Warte mal, ich ziehe mich mal einmal ganz schnell um. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Wow, Freunde, Alter, guckt euch das an. Ey, ich bin jetzt einfach mit dieser gruseligen Hackermaske hier am Start. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt wieder unter mein Bett, beziehungsweise, wisst ihr was, ich gehe sogar wieder in den Schrank rein. Und dann werde ich mal, da ich geisteskrank erschrecken, auf geht's. Okay, Freunde, ich bin jetzt im Schrank drin. Ich habe jetzt die Maske nochmal ausgezogen, weil da kriege ich echt schwer Luft drin. Oh mein Gott. Aber gleich werde ich mal was richtig erschrecken. Ey, die zieht sich aus. Oh mein Gott. Freunde, Maybrit, die zieht sich gerade um. Freunde, ich glaube, Maybrit hat sich jetzt umgezogen. Ich denke mal, die geht jetzt schlafen. Die guckt gerade noch irgendwas auf dem Handy. Ey, und Freunde, ganz, ganz wichtig, nicht irgendwelche fremden Leute ausspionieren. Im Endeffekt spioniere ich hier gerade nur meine Freundin aus. Ich darf das, ihr dürft sowas bei fremden Leuten nicht. Jetzt würde ich sagen, es wird Zeit. Ich werde jetzt Maybrit geisteskrank erschrecken. Also, Freunde, 3, 2, 1... Was machst du denn hier? Und warum kommst du aus meinem verdammten Schrank raus? Kevin, ich weiß doch ganz genau, dass du das bist. Wie lange warst du da denn drin? Maybrit, warum hast du dich nicht erschrocken? Ich saß fast gefühlt den ganzen Tag in einem Schrank. Ich habe dich heute den ganzen Tag beobachtet. Ich habe gesehen, dass du bei McDonald's warst. Die ganzen geheimen Dinge. Du warst im Süßigkeitenladen. Dann habe ich hier von der. Bin ich hier mit einer Leiter hochgekrabbelt und habe dich spioniert. Ich war den ganzen Tag schon hier. Du hast mich nicht bemerkt. Was glaubst du auch, wer die Kotze auf den Klodeckel gelegt hat? Oh, dann musst du dich aber noch einmal groß dafür entschuldigen. Maybrit, warum hast du dich nicht erschrocken? Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Tut mir bitte einen Gefallen. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Spioniert keine fremden Leute aus. Abonniert den Kanal. Und bis dann. Und schreibt in die Kommentare, wen ich noch ausspionieren soll.